Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Streit um die EU-Verfassung will sich jetzt auch Polen intensiv um eine Einigung bemühen. Das hat Ministerpräsident Miller heute beim Besuch von Bundeskanzler Schröder in Warschau versichert. Beide Politiker sprachen von Chancen für einen Kompromiss, der der Bedeutung Polens gerecht werde. Die Regierung in Warschau beansprucht bisher für sich ein stärkeres Gewicht bei der Stimmenverteilung in der erweiterten EU. Polens Premierminister Miller signalisierte Gesprächsbereitschaft und sein deutscher Kollege Schröder hatte einen Kompromiss anzubieten. Die Grundlage allerdings war für den Bundeskanzler unantastbar, die doppelte Mehrheit nämlich. Nicht nur die Zahl der Länder ist bei Ratsbeschlüssen ausschlaggebend, sondern auch die jeweilige Bevölkerungsstärke. Ich habe deutlich gemacht, dass nach unserer Auffassung das Prinzip, das man wohl auch das Prinzip der doppelten Mehrheit nennt, für uns tragend ist und nicht aufgebbar. Beide Außenminister werden jetzt einen Kompromiss ausarbeiten, erklärte Leszek Miller, wobei dann der Teufel im Detail liegen wird. Aber im Prinzip sei man sich einig. Nachgiebigkeit warf daraufhin die Opposition dem Premierminister vor und die Regierung hat außenpolitisch jetzt so dumm gehandelt, dass sie nicht mehr ernst genommen werden kann. Eigentlich interessiert das Thema die Bevölkerung kaum noch. Man hat andere Probleme. Aber wenn eine Meinung geäußert wird, dann heißt es oft, Polen soll jetzt kämpfen. Wir haben doch nichts zu verlieren. Oder Polen soll seine eigene Meinung haben. Mit der gezeigten Kompromissbereitschaft punktet Miller weniger innenpolitisch als außenpolitisch, denn jetzt wird der Weg zur EU-Verfassung frei. Man schätzt, noch im Sommer während der amtierenden irischen Präsidentschaft. Israel will trotz weltweiter Kritik an der Strategie gezielter Tötungen radikaler Palästinenserführer festhalten. Einen Tag nach der Liquidierung des Hamas-Gründers Sheikh Yassin machte die Regierung in Jerusalem klar, dass sie weitere Schläge plant. Mit strikten Sicherheitsvorkehrungen versuchen die israelischen Behörden, befürchtete neue Anschläge zu verhindern. Bei der Hamas sind offenbar unterdessen erste Entscheidungen über die Nachfolge von Yassin gefallen. Es war der Tag der Trauer in Gaza, aber auch der ersten politischen Weichenstellung. Hamas wird die Autonomieregierung in Zukunft bei den Wahlen herausfordern. So soll es Sheikh Yassin noch in den letzten Tagen gewollt haben. Und er ist seit dem Abend die Nummer 1 der Hamas, Abdel al-Rantisi, ein Hardliner. Und sein Programm ist klar. Er will den Israelis eine Lektion erteilen. Wir, so sagte er, werden sie jagen und treffen, wo immer sie sind. Ungeachtet der internationalen Kritik, Israel wird an seiner Politik der gezielten Tötung festhalten. Und die Armee werde sich nicht auf die Hamas-Führung beschränken. Generalstabschef Moshe Yalon deutete an, dass auch Palästinenser Präsident Arafat und Hisbollah-Führer Nasrallah das nächste Ziel sein könnten. Polizei und Armee in höchster Alarmbereitschaft. Diesmal werde Israel aber nicht erst auf einen Anschlag der Hamas warten, sondern zuschlagen, sobald sich die Gelegenheit bietet. Für die Mehrheit der Israelis war es richtig, Sheikh Yassin zu töten, auch wenn gleichzeitig über 80% fürchten, dass die Terroranschläge zunehmen werden, so eine Blitzumfrage. Es sei aber egal, wer an der Spitze der Hamas steht, denn nach Informationen des Geheimdienstes sollen 400 bis 800 Palästinenser bereitstehen zu Selbstmordanschlägen. Die US-Behörden haben offenbar schon Jahre vor den Anschlägen vom 11. September 2001 von der Gefährlichkeit des Al-Qaida-Netzwerks gewusst. Das geht aus dem heute veröffentlichten Zwischenbericht einer US-Kommission hervor, die sich mit der Vorgeschichte der Attentate befasst. Die Kritik in dem Bericht beruht vor allem auf den Aussagen eines früheren Antiterrorbeauftragten der Regierung Bush. Heute mussten Außenminister Powell und seine Amtsvorgängerin Albright aussagen. Wer wusste was und wann und was hätte getan werden können, um den Terroranschlag vom 11. September zu verhindern? Die Verteidigungs- und Außenminister der Regierungen Bush und Clinton versuchen jetzt, sich gegenseitig schlechte Antiterrorpolitik anzulasten. Der Präsident hat uns von Anfang an aufgefordert, aggressiver gegen die Terroristen und Al-Qaida vorzugehen, rechtfertigt sich Powell.
Fehler werden nicht eingestanden, aber noch vor Beginn der Anhörungen hatte Richard Clark die Regierung in größte Rechtfertigungszwänge gebracht. In einem Buch, das gerade erschien, wirft Clark, ehemaliger Antiterrorberater unter George Bush und seinen beiden Vorgängern, dem Präsidenten Versagen in der Antiterrorpolitik vor. Als die Bush-Leute kamen, sagten sie, warum Bin Laden, der ist doch unbedeutend. Sie haben die Bedrohung einfach nicht gesehen. Stattdessen sei die Regierung Bush besessen vom Irak gewesen. Der Präsident habe nicht wahrhaben wollen, dass der Irak nichts mit den Anschlägen zu tun hatte. Direkt nach dem 11. September, obwohl es keine Verbindung gab und alle das wussten, wollte Verteidigungsminister Rumsfeld den Befehl, den Irak anzugreifen. Und er hat ihn bekommen. Teile der Regierung hätten versucht, die Tragödie des 11. September auszunutzen. Schon seit Tagen versucht das Weiße Haus, die Anklage des Ex-Sicherheitsberaters Richard Clark abzuwehren. Denn nichts schadet dem Präsidenten und seiner Wahlkampagne mehr als eine weitere Unterhöhlung seiner Glaubwürdigkeit, ausgerechnet in dem Gebiet, das er als seine Stärke im Wahlkampf verkaufen möchte, der Sicherheitspolitik. Nach den Terroranschlägen von Madrid hat ein spanischer Richter Haftbefehl gegen weitere 4 Verdächtige erlassen. Es handelt sich um 3 Marokkaner und einen Spanier. Sie waren bereits vergangenen Donnerstag festgenommen worden. Nach Zeitungsberichten soll der Spanier gestanden haben, den Sprengstoff für die Anschläge beschafft zu haben. Nach neuen offiziellen Erkenntnissen sind 190 Menschen bei den Anschlägen getötet worden. Bislang war von mehr als 200 Toten die Rede. Mehr als 10.000 Menschen haben in der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina, Banja Luka, gegen die Regierung der bosnischen Serbenrepublik demonstriert. Sie forderten den Rücktritt der Politiker, denen sie unter anderem Korruption vorwerfen. Aus der Parlamentswahl vor 2 Jahren war die vom Serbenführer Karadzic gegründete Nationalistenpartei SDS als klarer Sieger hervorgegangen. Die nächsten Wahlen sind für 2006 vorgesehen. China setzt den Dialog mit den USA über Menschenrechte aus. Die Regierung in Peking will damit gegen die Entscheidung in Washington protestieren, bei der UN-Menschenrechtskommission in Genf eine Resolution zur Verurteilung Chinas einzubringen. Die USA hatten kritisiert, das Land achte die Menschenrechte nicht in dem Maße wie zugesagt. Das chinesische Außenministerium warf der Regierung Bush dagegen vor, das Thema für den Präsidentschaftswahlkampf zu instrumentalisieren. Nach tagelangen heftigen Protesten der Opposition hat Taiwans Präsident Chen Shui-bian einer Neuauszählung der Stimmen der Präsidentenwahl zugestimmt. Er legte dem Parlament eine Wahlrechtsänderung vor, die dies ermöglicht. Vor dem Palast in Taipeh gingen unterdessen die Demonstrationen gegen den Präsidenten weiter. Chen hatte die Wahlen am Samstag mit einem Vorsprung von 0,2% der Stimmen für sich entschieden. Die Opposition wirft ihm Wahlmanipulation vor. 6,5 Monate nach dem Mord an der schwedischen Außenministerin Lind ist das Strafmaß für den Attentäter Mihailovic verkündet worden. Das Stockholmer Amtsgericht verurteilte ihn zu einer lebenslangen Haftstrafe. Damit folgten die Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Keine mildernden Umstände. Das konnte man heute Mittag um 13:30 im Urteil schwarz auf weiß nachlesen. Der Attentäter hatte im Prozess Wahnvorstellungen geltend gemacht. Eine innere Stimme habe ihm die Tat befohlen. Doch die Richter wollten nicht an eine akute Psychose des Attentäters glauben. Ja, das war ein Sieg für uns als Staatsanwaltschaft. Die Richter sind uns gefolgt in der Überzeugung, dass er sie absichtlich angegriffen hat. Das ist Mord, deshalb lebenslänglich. Der Angeklagte kurz vor der Tat. Die Richter hatten keinen Zweifel, dass er rational und kaltblütig gehandelt hat. Er habe mehrere Minuten Zeit gehabt für die Planung. Anna Lind war ohne Leibwächter unterwegs. Ihre Freundin sah hilflos zu, wie der Attentäter zustach. Eine Attacke, die sie als besonders brutal schilderte. Er hat sie angegriffen. Ohne Zweifel, räumt auch der Verteidiger ein. Aber wollte er sie wirklich töten? Und in welchem psychischen Zustand befand er sich? Das hat die erste Instanz nicht richtig geklärt. Mihailovic hat eine Laufbahn durch die schwedische Psychiatrie hinter sich und ein umfangreiches Vorstrafenregister. Und dennoch hat man ihn immer wieder abgewiesen. Das Urteil ist eindeutig und doch bleiben einige Fragen offen. Warum ging Anna Lindh in der Schlussphase eines aufgeputschten Wahlkampfs ohne Leibwächter? Warum hat man die Hilferufe des späteren Attentäters überhört und warum hat man ihn selbst nach der Tat keinerlei Hilfe angedeihen lassen? Das Grab von Anna Lindh. Schweden ist erleichtert über die rasche Aufklärung, auch wenn das Motiv weiter im Unklaren bleibt. Und noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Der Verteidiger überlegt, in die Berufung zu gehen.
Im Kartellverfahren der EU-Kommission gegen den US-Konzern Microsoft wird jetzt eine genaue Summe genannt. In Kommissionskreisen war heute von 497 Millionen Euro die Rede, die Microsoft zahlen soll. Dies wäre die bislang höchste Strafe der Brüsseler Kartellbehörde gegen ein einzelnes Unternehmen. Wettbewerbskommissar Monti wirft dem Softwareunternehmen vor, seine marktbeherrschende Stellung bei Betriebssystemen zu missbrauchen. Brüssel will sich morgen offiziell äußern. Bundeswirtschaftsminister Clement hat im Streit mit seinem Kabinettskollegen Trittin um den Emissionshandel den Zeitplan in Frage gestellt. Der EU-Termin Ende März für die nationale Aufteilung der Abgaszertifikate müsse nicht zwingend eingehalten werden, sagte Clement. Auch Bundeskanzler Schröder hält es für möglich, dass für eine Einigung mehr Zeit gebraucht wird. Im ZDF machte der Kanzler aber klar, dass notfalls er im Streit zwischen beiden Ministern entscheiden werde. Im Zuge ihrer Sparbemühungen prüft die Bahn die Wirtschaftlichkeit der Reisezentren. Das Unternehmen wolle stärker auf den Ticketverkauf über Automaten und das Internet setzen, so ein Bahnsprecher. Zum Umfang von Schließungen äußerte er sich nicht. Nach Angaben der Gewerkschaft Transnet werden vor allem auf dem Land Verkaufsschalter wegfallen. Nur in größeren Städten solle es noch Reisezentren geben. Hier in Bad Soden könnte mit dem Fahrkartenverkauf am Schalter Ende 2005 Schluss sein. Der kleine hessische Bahnhof steht angeblich auf der Liste derjenigen Standorte, an denen der Ticketverkauf in Zukunft nur noch am Automaten möglich sein soll. Etwa 30% der Reisezentren drohen nach internen Plänen der Bahn AG das aus. Unverständnis bei den Kunden. Da kann man nicht mit Dienstleistung werben, wenn man keine Dienstleistung bietet. Es gibt ältere Leute, die haben keinen Zugang zum Internet oder die kennen sich damit nicht aus. Und es gibt auch viele ältere Leute, die sich an dem Automat nicht auskennen. Und ich denke mal, es wäre schwierig für die Leute. Die Bahn verweist auf ein geändertes Kaufverhalten der Bahnkunden. Beispielsweise werde das Internet immer wichtiger. Hinzu kämen Wettbewerbsnachteile gegenüber der Konkurrenz. Es ist natürlich so, dass wir einem harten Wettbewerb stehen als Bahn. Und wir müssen auch beim Vertrieb Kosten haben, die in diesem Wettbewerb Bestand haben. Es geht auch um die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter. Und letztendlich damit natürlich auch um die Angebote für unsere Kunden. Für die Bahngewerkschaft hingegen gehen die Pläne an den Kundenbedürfnissen vorbei. Was auch die Kolleginnen und Kollegen sehen, ist, dass die meisten Kunden, und zwar über 70%, ihren Fahrschein bei einem Menschen, sprich entweder im Reisezentrum der Deutschen Bahn oder in einem Reisebüro kaufen möchten. Lediglich 4% kaufen übers Internet. Und das sind doch eigentlich Zahlen, die sehr deutlich sprechen. Und die sollte sich die Bahn ruhig noch einmal angucken. Doch das Aus für viele Fahrkartenschalter scheint beschlossene Sache. Persönlichen Service wird es wahrscheinlich bald nur noch in Großstädten geben. Delfine und Schweinswale sollen in europäischen Gewässern künftig besser geschützt werden. Die EU-Agrarminister beschlossen in Brüssel ein Bündel von Maßnahmen, die vom kommenden Jahr an schrittweise greifen sollen. So soll zum Beispiel der Einsatz von Treibnetzen in der Ostsee von 2008 an verboten werden. Nach Angaben von Bundeslandwirtschaftsministerin Künast verenden jährlich weltweit bis zu 300.000 Tiere als Beifang in den Netzen der Hochseefischer. Das erste Rumpfteil des neuen Airbus Großraumjets A380 wurde heute in Hamburg auf ein Schiff nach Toulouse verladen. Normalerweise werden die Einzelteile mit dem Flugzeug zur Endfertigung nach Frankreich gebracht, aber die Bauelemente des A380 sind zu groß. Flügel und Triebwerke werden von anderen europäischen Airbus-Werken zugeliefert. Im Mai soll in Toulouse dann begonnen werden, das erste doppelstöckige Großraumflugzeug zusammenzubauen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 24. März. In Bayern werden unwetterartige Regen- bzw. Schneefälle erwartet. Niederschläge von 35 bis 50 Liter Regen auf den Quadratmeter. In höheren Lagen etwa ein halber Meter Neuschnee. Dazu stürmischer Wind. Im Laufe des Tages schneit es dann auch im Osten Deutschlands kräftig, vor allem in den Höhenlagen Sachsens und Thüringens. Heute Nacht regnet oder schneit es zuerst südlich der Donau, dann auch in Franken, später in Thüringen und Sachsen. Zeitweise lockern die Wolken auch mal auf, gebietsweise bildet sich Nebel. Morgen werden die Wolken im Osten immer dichter, es schneit kräftig an den Alpen, in den Höhenlagen Bayerns und im Erzgebirge. Nicht nur im Osten, sondern auch im Südosten stürmischer Wind, auf den Bergen Sturmböen, sonst schwacher, mäßiger Wind. Heute Nacht -2 bis +2 Grad, morgen deutschlandweit einstellige Temperaturen.
Auch am Donnerstag muss im Südosten tagsüber noch mit Schnee gerechnet werden. Im Norden lockert es auch mal auf. Am Freitag trockenes Wetter, mal Sonne, mal Wolken. Das Wochenende über bessert sich das Wetter. Die Luft wird wieder etwas milder.